Es gibt ja diese Versuche von Leuten, die einfach nur zugucken beim Sport und dann trotzdem kann man feststellen, dass deren Muskeln auch langsam besser werden, dass die ultimative Ausrede für alle Couch-Potatoes. Ne? Aber besser selber machen ist immer besser. Also wie gesagt, macht es etwas grober, wenn ihr damit anfangt. Ne? Dann fällt das Sammeln leichter. Ne? Das Feststellen. Was eure Körperverfassung jetzt, heute, in diesem Moment ist, wie sie ist. Wirklich 3 Minuten lang, für mich ist das jetzt zu krass schon, ne, wie das übliche Qigong-Lehrer-Schüler-Problem. Ne, und ich tue mir nicht gut damit, wenn ich das jetzt andauernd mache. Ne, weil mir das zu grob ist. Ne? Und es halt macht keinen Sinn, dass wenn ihr jetzt gerade erst überhaupt feststellt, dass ihr hier was merkt, ne, dass ihr zum Beispiel überhaupt noch nicht richtig locker seid bei dieser Übung, dann macht die erstmal grob weiter, bis ihr merkt, ihr seid komplett locker. Deswegen nenne ich die Spaghetti-Arme. Ne? Und diese Spaghetti-artige, diese wabbelige, das soll durch den ganzen Körper gehen. Im Grunde genommen auch durch die Unterschenkel und die Füße, aber das ist nur der Impulsgeber und Füße, Sohlen kleben lassen. Also jetzt, ich mache jetzt leichtes Schütteln, ganz, ganz leichtes. Das ist eben feiner. Ne? Ich habe eben beim Groben festgestellt, das ist okay, ich komme hier schon in den Spaghetti. Schwabbel langsam rein, das ist gut. Das heißt, ein bisschen schütteln, um feinere Sachen festzustellen. Und all das braucht bei euch mehrere Minuten. Qi wecken mache ich selber jeden Tag. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn es geht, bei geöffneten Fenster, auf dem Balkon, im Vorgarten oder draußen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. Das ist die beste Variante, um zusammen zu lernen. Zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also, ich mache das nicht des Geldes wegen, sondern in erster Linie, um zu sehen, wie die Leute ihr eigenes Lächeln entwickeln. Das ist wirklich für mich so eine Belohnung, dass es ihnen von Mal zu Mal besser geht. Auf der anderen Seite ist die Fluktuation hier extrem hoch. Es kommen Leute einmal, das ist ja verständlich, ne? Aber manche kommen eben öfter und dann kommen sie nie wieder. Da weiß man dann nicht, was ist. Und da wir hier nicht nur so ein im Grünen schnell Gymnastik fertig machen, sondern es ist wirklich ein langer, langer Weg. Ne? Also eigentlich angelegt auf mehrere Jahre, fast ein Jahrzehnt. Und dann ist es von meiner Seite ist viel zu viel Aufwand. Ne? Also dann komme ich euch viel zu nahe, viel zu... Also ich komme immer mehr in diese chinesische Variante. Ne? Erstmal abwarten und wenn dann Leute 6-7 Mal dabei waren, dann kann ich langsam mal mir Gedanken machen. Sie zu unterstützen, ne, auf ihrem Weg. Deswegen das mit dem Fragen ist ungeheuer wichtig.
halt introvertiert. Es ist halt lieber tiefer gehend, langfristig als oberflächlich schnell. Keine Angst, ich selber werde hier diesen Sonnabend auf jeden Fall mache ich, auch wenn niemand kommt. Und das mit dem Streaming mache ich auch weiter, weil ich enorm viel beim Schnitt nachher lerne und jetzt beim Streaming auch. Das mache ich einfach aus Fun. Es wäre aber schöner, wenn ich ein bisschen mehr Interaktion hätte. Also wenn mehr Follower da wären, die auch Fragen stellen, bei denen ich über den Chat sehe, dass es ihnen besser geht, das wäre schön. Mir wird zu warm, wer hätte das gedacht? Ich bin direkt in der Sonne stehe. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon überlegen, ob ihr noch rumstehen wollt. Baum stehen. Stehen wie ein, oder bewegen wie ein Baum eigentlich eher. Es ist nicht statisch, es ist wirklich... Das, was wir eben hatten beim Skiwecken, ist hier subtiler immer noch anwesend. Na, ich stehe seitlich, dann kann ich mal das weitermachen. Also ich mache das mit dem breiteren Stehen auch noch nicht in der Gruppe so gerne. Weil dann sofort viele Leute denken, sie müssten das dann erreichen. Das, ich mache das, um das zu lernen, aber auch eben zu lernen, mich in dieser Position zu entspannen. Ja? Deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass ihr hier nichts erreichen wollt. Ihr, wenn es nicht klappt, euch eher noch einfacher einrichtet, also dann im normalen Stand, wie normal eben rumsteht. Wenn ihr merkt, es ist zu viel Belastung für die Schultern, kurz die Arme sinken lassen und möglicherweise wieder zum Chi-Wecken übergehen. Also eher einfacher sich das machen. Nicht irgendwas erreichen wollen. Was erreichen ist Körperwahrnehmung und Entspannung und mit dem Ziel zum inneren Lächeln. Ja? Keine äußeren Formen, nix. Das Yoga, was ich mache, ist genauso. Ja. Langsam, entspannend, nicht der äußeren Form folgend, sondern der Körperwahrnehmung. Und Körperwahrnehmung kann man nicht gucken, kann man auch nicht erzählen, das kann man nur bei sich spüren. Und deswegen mitmachen oder...
Ja, vielleicht seht ihr das. Also ich muss mich, da für mich diese Position eben auch neu ist, mehr bewegen. Ja? Also ich näher mich hier ein bisschen grober als sonst. Noch drei eurer eigenen langsamen Atemzüge. Und dann zur Grundstellung zurück. Und die Frage, wie fühle ich mich jetzt, ist ungeheuer wichtig. Ohne Geschichte, ist klar. Weil Körperwahrnehmung ist die Antwort. Wunderbar, ein Schluck Tee und dann gehen. Ja, einmal gehen.